geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, lieber Gast oder liebe Gäste, zwei sehe ich noch. Wir leben derzeit in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld. Von Parteien und interessierten Teilen der Bevölkerung wird die Familie als Keimzelle der Gesellschaft immer weniger anerkannt, im Zweifel angegriffen oder direkt dekonstruiert. Ein eindrückliches Beispiel lieferte uns die Debatte zum Kita-Gesetz am gestrigen Tage. Auf der anderen Seite findet eine Enthemmung statt. Ob Kondomwerbung auf öffentlichen Plakaten oder die in Werbung und Fernsehen vorgelebte bindungslose Sexualität, Grenzen, insbesondere Altersgrenzen nach unten hin, scheint es bei diesem Thema kaum noch zu geben. In Thüringer Schulen findet Aufklärungsunterricht statt, der oftmals von interessierten Lobbygruppen und nicht vom zuständigen Lehrer erteilt wird. Unter Rot-Rot-Grün wurde ein Bildungsplan in Kraft gesetzt, der im Alter zwischen 3 und 6 Jahren vorsieht, dass, ich zitiere, Medien mit Nacktdarstellungen, mit sexuellen Anspielungen etc. aufgegriffen und im Unterricht thematisiert und außerdem, Zitat, Bücher, Zeitschriften etc. für Recherchen zur Verfügung gestellt werden sollen. Nach dem Willen von Rot-Rot-Grün soll die Pornografisierung unserer Kinder also bereits im Kindergarten- und Vorschulalter beginnen. Im Bildungsplan selbst finden sich die Wörter Mutter und Vater kein einziges Mal. Es ist immer nur von Eltern die Rede, ganz so, als gäbe es bei dem Ganzen keine biologische Komponente. Gleichzeitig heißt es, die, ich zitiere, Idee eines natürlichen und damit unveränderlichen Junge- oder Mädchenseins führe dazu, dass, Zitat, Begrenzungen entstehen und Potenziale eingeengt werden würden. Wenn die Thüringer Landesregierung ein Werk absegnet, das das Geschlecht als soziales Konstrukt behandelt und nicht als biologische Tatsache, dann ist offensichtlich, dass wir hier in Thüringen Handlungsbedarf haben. Wir haben Handlungsbedarf im Interesse unserer Schüler und auch im Interesse unserer Familien. Unser Gesetzentwurf legt fest, dass die Sexualerziehung in den Schulen das Bewusstsein für Zuneigung, gegenseitige Achtung und Verlässlichkeit als wichtige Bestandteile persönlicher Beziehungen, beständiger Partnerschaft und des Familienlebens stärken soll. Unser Gesetzentwurf legt fest, dass die Kernfamilie als Leitbild des privaten Zusammenlebens der Orientierungspunkt für den Unterricht sein soll. Unser Gesetzentwurf legt fest, dass die Sexualerziehung nicht nur altersgemäß und auf Grundlage sachlich begründeten Wissens erfolgen muss, sondern auch das Schamgefühl und die individuelle Intimsphäre eines jeden Schülers zu schützen sind. Ferner wollen wir die Eltern als Sorgeberechtigte stärken und räumen ihnen gesetzlich ein Recht darauf ein, über Inhalte und Formen der Gesundheitsförderung und Sexualerziehung unterrichtet zu werden, sowie Einsicht in Materialien und Methoden zu nehmen. Die Sexualerziehung soll als Teil des Biologieunterrichts ausschließlich durch den Fachlehrer erteilt werden. Wir glauben, dass diese Änderungen im Interesse der Thüringer Schüler, der Eltern und den Familien im Allgemeinen sind und freuen uns, Frau Hempfling, auf eine konstruktive Debatte. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das vielleicht ausnahmsweise.